das Flintenmini. Ich habe noch keine Flinte. Wo ist die Flinte? Die kriege ich bei der Mutti, glaube ich, draußen im Garten, oder? Eine weiß ich, die ist da hinten. Da brauche ich aber Spielzeug zum Tauschen. Ich habe festgestellt, ich brauche wirklich den Nightbot. Ja? Hat es nicht funktioniert. Hi Oma, wie geht's dir? Ich klaue mal kurz euer restliches Zeug, was ihr in der Bude habt. Wir sind aber ein schlechter Dieb. Wir nehmen nichts mit, was wir klauen könnten. Und es wäre eigentlich das Mindeste, was wir tun können. Einfach mal alles einsacken, was irgendwie halbwegs von Wert haben könnte. Den anderen Resident Evil Teil hat man nochmal so viel Shit mitgenommen, was man dann verkaufen konnte oder so. Hier kannst du nichts mitnehmen. Ich will noch nicht nach draußen gehen. Es war noch irgendwo... Ich weiß, da hinten ist eine Flinte, die muss ich aber reparieren. Und ich habe zum Tauschen das Ding noch nicht. Wir gehen mal gucken. Hier oben war noch die Kinderzimmertür. Ach so. Ja. Der war. Nee, das war Schlangenschlüssel. Habe ich hier noch eine Skorpiontür? Die Oma war doch auch mal im Raum. Da war auch die Flinte. Da war doch die erste Flinte, oder? Nice, da habe ich endlich eine Flinte. Ich mag die Flinte lieber als die Pistole. Ja, würdest du? Der Oma ihren. Jetzt macht die Tür schon auf. Der Oma ihren Raum. Was haben wir hier? Aha. Ja, sehr interessant. Da brauche ich nicht. Ich habe noch alle Zähne. Ich will halt nicht lesen. Chemie? Hier war auch irgendwo, glaube ich, ein Geheimnis versteckt in dem Zimmer. War das hier in dem Zimmer? Bügeleisen. Die alte Frau muss auch noch bügeln. Ja, ist sowas. Ist nicht nett. Flinde? Ja, wir nehmen sie, müssen sie auch mitnehmen. Also, war hier nicht die Flinte? Tauschen. Ah. Okay. Okay, das müssen wir dann im Dings machen. Ich habe auch keine Flintenmuni dabei. Und noch irgendwas? Ah, ich habe doch Flintenmuni gefunden. Kann ich die Flinte halt nicht auf. Dings auf Start machen, umräumen. Oder kann ich hier umräumen? Nee. Kannst du angucken. Da, schöne Flinte. Ich kann sie mir nicht auf die Tasten machen, weil die belegt sind. Wo war hier noch was mit dem Dietrich? Aber wir werden noch einiges finden mit dem Dietrich. Das war's dann erstmal mit dem Skorpionschlüssel. Ja, wir müssen dann raus. Bei der Mutti kriegen wir auch zum Glück einen Rucksack. Ja, mach die Tür auf. Draußen im Wohnwagen kann ich ja auch noch speichern und Zeug umräumen. Top, 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 top. Ah, die Tür noch draußen auf. Da. Auf. Hatte ich nicht alle? Ne, anscheinend ja nicht. Oh, ist der jetzt für das Uhrenpendel? Das war nur Nummer 2. Ich könnte schwören, ich hätte den anderen schon. Jetzt muss ich ins Wohnzimmer, glaube ich. Da war doch noch so eine Uhr. Na, fast auf der anderen Seite. Ich glaube, hier war noch so eine Uhr, oder? Ja. Dann gehört hier das. Da ist das Pendel. Da. Okay, jetzt habe ich aber alle.
Mit dem Delay ist manchmal ein bisschen schwierig. Es ist noch schwieriger mit dem Controller. Ich habe hier so ein minimales Delay durch den Dings, die Capture Card. Manchmal rennt er einfach gegen die Wände. Oder öfters. Jetzt aber alle Köpfe. Jetzt mal die Tür auf. War hier nicht irgendwo so ein Wackelkopf? Glänze! Schießpulver nehmen wir auch mit. Die Milch kann draußen bleiben oder Bleich oder was auch immer das ist. Ich glaube, hier unten am Haus war noch irgendwo ein Geheimgang. Ich weiß aber nicht genau wo. Ah, hier, da brauchen wir die vom Lukas das Ding. Die Axt, glaube ich, was der da nach oben bei sich im Zimmer hatte, die Holzaxt. Wo war den Schlangenschlüssel? Da ist Lukas drinne, hier ist Wagen, da gehen wir gleich rein. Aber hier an der Seite müsste noch irgendwo. War das das hier? Ah, das sieht doch nach irgendwas aus. Geheimnis gefunden, ohne Schatzkarte. Ach, irgendwas war noch bei einem Ofen, Kamin. Reparaturset. Nice, damit können wir, wenn wir sie kriegen, bessere Flinte reparieren. Da brauchen wir jetzt einen Schlangenschlüssel. Den werden wir, glaube ich, bei der Mutti kriegen. Den nehmen wir erstmal mit. Hier kann ich... Ah, hier kann ich auch durch. Haben wir hier irgendwas? Sieht so aus, als wäre hier irgendwas versteckt, aber hier ist nichts. Ah, eine antike Münze. Noch Munition draus, dann können wir die mitnehmen. Jetzt würde ich sagen, dass wir tatsächlich erstmal in den Wohnwagen gehen. Ich gucke nochmal, ob ich auf Schnelle den Kamin finde, weil da war ja auch noch was versteckt. Der müsste ja auch vorne im Hausstück sein. Telefon. Hier kann man es mit Münzen kaufen. Gab es hier nicht noch irgendwo eine... Da. Eine gute Pistole? 9 Münzen. Ich will die gute Pistole. Habt ihr gesehen, wie ich schieße? Ist immer schwierig. Hier haben wir das Foto nochmal. Falls wir eine Videokassette wiederfinden, haben wir das. War hier noch was? Hier Zettel, was zum Lesen. Bin ich bei noch immer noch Leute verschwunden? Ist da noch irgendwas hier drin? Hm. Später ist da was drin. Telefon. Ah, hier. Ja, der so hier. Wahrscheinlich. Im Vater wird er nicht sein. Na, eventuell der Mutti, aber ich glaube nicht, dass die. In dem Style was trägt. Hier Klo? Kann ich im Klo nicht irgendwas? War da nicht auch irgendwas versteckt am Klo? Oder brauche ich da erst die Schatzkarte für manche Sachen? Ja, defekte Pistole. Aber ich will die defekte Flinte haben. Na, dann brauche ich den Schlüssel. Vielleicht kriege ich ja noch ein Reparaturset beim Kamin. Die defekte Flinte mache ich da rein. Das mache ich auch erstmal da rein. Ich hätte das gerne, aber da oben.
Und die Flintenmuni nehme ich mit. Und die Münzen mache ich auch gleich da rein. Kann ich das nicht da irgendwie festlegen? Ach, die ist defekt. Defekte Flinte. Sie ist defekt und kann nicht benutzt werden. Ach so. Oh, ja, dann. Dann nehme ich dafür doch das Reparaturset, weil ich finde Flinten besser wie Pistolen. Yeah, geht doch. Ja, wenn sie repariert, das funktioniert sie auch. Dann mache ich da noch die Münzen rein. Ich dachte, die andere wäre defekt, die da drin ist. Weiß ich aber nicht, welche stärkere ist. Ich dachte, die defekte, aber die defekte wäre da in dem Halter. Na egal, jetzt habe ich eine Flinte. Jetzt gehen wir speichern. Und dann gucke ich noch mal kurz nach dem Kamin. Vielleicht haben wir da Glück oder wir kriegen irgendwas, um uns zu boostern. Das Schatzfoto war ja ein Kamin. Oh, Sui, musst du jetzt anrufen? Ich bin draußen, wie du wolltest. Du lebst noch. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also, was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, das hör mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Ich frage mich, was passiert, wenn sie weggeht und es noch im Körper ist. Wenn ich das wüsste, drehen sie durch, explodieren sie. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Aber was hängt der eigentlich so an Mia? Mia war die ganze Zeit nicht nett zu uns. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Ach nee, hätte ich nicht gewusst. Ja, Mutti? Den Mutti-Level mag ich ja eigentlich ganz gerne. Das ist Fadi, der Endcup-Boss von Fadi. Ich wundere mich echt, dass wir das überlebt haben, so oft der uns getroffen hat. Die hat mich echt total dämlich angestellt. Ja. Also hängen wir so an Mia. Ihr seid los, die da liegen. Die ist erstmal abgehauen, dann war sie 3 Jahre nicht ansprechbar. Und jetzt greift sie uns an und denkt so, okay. Letztens dann, wenn sie uns angreift, hat sie gesagt, okay, dann halt nicht. Dann tschüss, auf Wiedersehen. War nett mit dir, Mia, aber es war anscheinend nicht auf längere Zeit mit uns zusammengestimmt. Oh, guck mal, da ist was drin, da ist was drin, da ist was drin. Das sieht auch noch Dietrich aus. Nimm bitte mit. Okay, Kamin. Ich glaube, im Zimmer, wo wir auch die Buch gefunden haben, da ist tatsächlich auch ein Kamin. Wir gucken noch kurz, ob hinter dem Wohnwagen was ist. Hier ist ja Lukas, Lucius oder wie auch immer der Knabe jetzt heißt. Ich habe keine Ahnung. Guck mal. Frank Muni. Nice. Meine Muni. Da geht's rein. Ja, lass mich rein. Ich hab's mir, glaube ich, anders überlegt, wenn ihr eine ganz komische Puppe. Wieso hängen sich so viele Leute so Kinderpuppe hin?
Baby Born und so Scheiß. Gibt auch irgendwo, ich glaube in Mexiko war das so ganze Insel voll, wo einer lebt, der hat alles voller Popo gemacht. So gekaufte, selbstgemachte, gefundene. Gefundene, genau. Batman. Aber hier muss ich erst die Blaupause finden. Yep, den haben wir ja schon gefunden. Oh, ey! Einfach wild nachschlagen, das funktioniert immer. Soll man machen, wenn man gegen Wespen oder sowas ist, dann sollte man die im unbedingt schlagen. Das ist immer sehr hilfreich. Wo willst du eigentlich hin? Ethan, was hast du vor? Was? Sie ist oben, geh nicht hoch. Okay, hier sind die Bienennester. Die lassen mich so einfach, glaube ich, nicht vorbei. Oh. Wer es gehört? Okay. Ja, das funktioniert auch so, weil die halt nicht so sonderlich schlau sind. Eventuell, weil ich halt einfach auch einfach spiele. Bleibt schön da hinten. Schon einiges hier. Ich höre Mäuse. Oh, Dietrich nutzen? Ja, warum nicht? Wir haben ja einen. Weißt du, findet man eigentlich genug Dietrich, um alles zu öffnen? Achso, ihr piepst so. Hallo Spinnen. Ich mag ja eigentlich Spinnen. Spinnen sind coole Tiere. Oh. Ah! Tut mir leid. Oh. Tut mir leid, wollte nicht so nah an euch ran. Ah, hier war das mit dem Rucksack. Wenn ich das hier schaffe, kriege ich einen größeren Rucksack. Oder war der einfach so da hinten drin? Wie ist das? Mal aufmachen. Und das ist ein Dietrich. Yay. Und was ist da drunter? Die Pillen. Ich weiß nicht, ich will die irgendwie nicht nehmen. Die werden, es zeigen mir zwar Items an, aber halt so diese Wackelköpfe und so weiter nicht. Alles auf oben. Wenn du schon näher kommst, habe ich dich irgendwann. Da ist das Netz. Okay, da kann ich nicht ran. Aber da hat ja schon irgendeiner einen Flammenwerfer gebaut. Da hat sich jeder gegen die Mutti aufgelehnt. Ich nehme an, das war der Sohn. Vater würde ich es nicht so zutrauen. Aber dem Sohn. Der so ein Querkopf. War hier nicht der Rucksack? Oder war der auf der anderen Seite, dass ich noch hochfahren muss? Sie haben nicht hier noch Platz, ja. Ich weiß. Mein. Ich habe eine Chemie. Brennstoff. Und dann habe ich ja noch genauso wenig Platz. So. Dann kann ich das ja wenigstens mitnehmen. Brenndüse. Dann ist der drüben auf der anderen Seite. Ach Mist, ich hab mich gefreut. Jetzt krieg ich den. Ich hab mich gefreut, aber der ist ja wahrscheinlich da drüben drin.
Links und rechts kann ich nicht vorbei, nee. Okay, ich habe schon mal ein Teil. Nee, da kann ich noch nicht lang. Warum müsste jetzt da sein? Ich geh dann mal weiter. Wie die Hunde. Ah, Karte des Hauses, das ist doch schön. Habe ich die getroffen? Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es getroffen. Ja gut, da war jetzt nichts drin, aber dafür habe ich ein unsichtbares Insekt getroffen, was ich gesehen habe. Na, da brauche ich jetzt das Schattenspiel-Ding. Das wird wahrscheinlich nicht an derselben Stelle liegen wie vorher. Genauso wie das andere Brennding. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht da liegen. Pistolenkugel nehme ich mit. Physik, Chemie. Ja, da muss ich irgendwas da lassen. Oh, da, guck mal. Was meinst du? Muss ich nochmal zurück in den Campingwagen gehen? Oder ist hier noch irgendwo? Ach, guck da! Da ist der Rucksack. Es war gar nicht da, wo ich dachte, wo es ist. Ja, speichern. Jetzt habe ich einen Rucksack. Jetzt kann ich mehr Sachen tragen. Ja, ich überschreibe. Muss ja keine Speicherstände machen.